und herzlich willkommen. Wenn eine Torte momentan richtig Trend ist, dann ist es der Drip Cake. Und wie der funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Sugar G. Sicherlich wird es keinen geben, der von euch noch nie einen Drip Cake gesehen hat. Falls doch, das sind diese Torten, Buttercremetorten, wo dann von oben noch ja eine Schokolade runterläuft oder es sieht halt so aus, als wenn irgendwas ganz Leckeres darunter läuft. Das Wichtige dabei ist, das Ganze muss kontrolliert passieren. Weil wenn man es einfach rüberschüttet, dann sieht es nicht so schön aus, sondern es ist halt mal eine Seite vielleicht komplett mit Schokolade bedeckt. Und ja, es gibt einen ganz kleinen Trick, wie das funktioniert und den möchte ich euch jetzt zeigen. Ich persönlich nehme zum Drippen, also zum Tropfen, immer gerne Ganache. Kuvertüre kann man auch nehmen, die müsste man temperieren. Und ich persönlich finde es halt immer schwierig, eine Torte zu schneiden, wenn sie mit Kuvertüre eingedeckt ist oder überzogen wurde. Ganache wird nicht so fest, hat aber einen schönen Glanz und es schmeckt halt einfach lecker. Ihr könnt genauso auch eine Eiweißspritzglasur verwenden oder aber auch Candy Melts, geht auch, oder auch ein Flüssigfondant. Wie Flüssigfondant funktioniert, habe ich euch auf dem Kanal hier auch schon gezeigt. Ich habe mir jetzt hier eine Ganache gekocht mit einer weißen Schokolade mit Karamellgeschmack, um halt auch noch so ein bisschen Pep damit reinzubekommen. Verhältnis, ein Teil Sahne, drei Teil Kuvertüre, also 100 Gramm Sahne, 300 Gramm Kuvertüre. Wichtig bei weißer, dunkle entsprechend, aber auch dazu findet ihr Rezepte hier auf dem Kanal. Einfärben kann man das Ganze auch. Ich würde mal schon mal das Wasser färben, mit Flüssigfarben oder auch mit Pastenfarben dann die Kuvertüre zugeben und dann sollte es auch eine schöne gleichmäßige Masse werden. Wichtig ist, man kann das Ganze mit einem Spritzbeutel machen. Ich würde es auf gar keinen Fall mit einem Löffel machen, weil dann wird es halt nicht kontrolliert. Es gibt diese Quetschflaschen, ihr seht schon genau, was passiert, da oben ist ein Loch drin und man kann die auch schön warm halten. Also die Ganache sollte warm sein, das heißt, ihr braucht sie nicht im Vorfeld zu machen, sondern könnt sie frisch machen, in die Flasche füllen, einfach mit warmem Wasser warm halten. Torte sollte gekühlt sein, Buttercremetorte, klassisch gefüllt und eingestrichen. Und das Wichtige ist noch, wir brauchen ein paar Sprinkles. Ich habe eine Modellierung noch dafür, für die Dekoration. Ihr könnt aber auch Kekse, Schokolade, Macarons, frische Blumen, was immer ihr machen wollt, könnt ihr oben drauf geben, damit das Ganze wirklich richtig appetitlich aussieht. So, dann geht es auch schon los. Torte ist gekühlt, Ganache ist fertig. Und ich fange jetzt an, mit dieser Flasche am Rand lang zu gehen. Und jetzt lasse ich das hier runterlaufen und gehe hier am Rand lang. Und wichtig ist, mal mehr, mal weniger drüber zu geben. Und die Tropfen sollen halt wirklich unterschiedlich lang laufen, aber halt jetzt nicht eine Gardine werden, die alles verdeckt. So, und wenn ich dann hier vorne wieder angekommen bin, fange ich dann an, hier relativ schnell, deswegen ist es auch wichtig, dass die Torte gekühlt ist, einmal nochmal rumzugehen, eine Kante zu bilden. Wenn hier Löcher sind, könnt ihr die mit der Flasche auch mal noch so ein bisschen zudrücken. Einfach auch den Druck wegnehmen, dann kann man das wirklich wie so eine Spritztüte auch verwenden. Und dann drücken und die ganze Oberfläche mit der Ganache füllen. Und dafür ist es wichtig, dass sie halt auch schön warm ist, damit es in sich verläuft. Sonst sieht man halt nachher auch genau wie so eine Spirale, wie ihr das Ganze gespritzt habt. Und das sollte natürlich nicht sein. Der Vorteil von diesen Quetschflaschen ist halt auch, man kann die Ganache da drin lassen, man könnte sie da drin auch einfrieren, also wenn ihr es häufiger verwendet, oder halt warm machen, auskippen und dann einmal in die Geschirrmaschine, dann sind die auch wieder sauber. Zum Abschluss, ganz wichtig, dekorieren, also man könnte sie auch so lassen oder einfach auch mal eine modellierte Figur draufsetzen und dann passend dazu
Streumaterialien. Momentan kommt überall alles zum Streuen drauf. Auch wild gemischt. Also guckt euch einfach mal um, was so in den Supermärkten oder auch in den Shops zu finden ist. Es gibt so fertig gemischte Sachen. Vielleicht noch eine Kerze dazu. Und dann hätte man auch eine ganz einfache Geburtstagstorte. Das Tolle bei so einem Dripcake ist, alles ist erlaubt. Ihr könnt also dekorieren, was immer ihr möchtet. Frische Früchte, Kekse, Sprinkles, Modellierung, Blumen. Also was ihr braucht, macht es einfach auf die Torte drauf. Wichtig ist, der Drip muss aus dem Material sein, der halt flüssig ist, damit es an den Seiten richtig schön runterlaufen kann. Und was natürlich am allerwichtigsten ist, das Ganze muss am Ende auch noch schmecken. Tschüss! Sugar Dreams.